Da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von ETS 2. Oder so ähnlich. So, ja, guck mal. Ja, haben wir schon alles gesehen. Kennen wir was von innen und auswendig? Was? In- und auswendig sollte das eigentlich bedeuten. Aber da kam nicht so viel an verständlichen Wörtern raus. Schätze ich mal. So. Genau, wir können direkt losfahren. Wir waren ja hier gerade in der Parktasche und Pause machen brauchen wir noch nicht. Also, let's go. Oh, da vorne wird es enger. So. Und bup, und let's go. 120, oh, ich wünschte, wir könnten auch 120 fahren. Das wäre so schön. Komm, schaffst du? Halt die 80! Nein! Du musst sie halten! Naja. Das ist wirklich das Einzige, was in so einem Spiel noch fehlt. So dieser Haptik-Feedback, also diese physische Interaktion mit dem eigenen Körper. Ja? Quasi das Runterholen im LKW. Was? Dass man halt zum Beispiel, ne, ich meine, wir fahren jetzt 80 km/h. Davon spürst du aber so in-game, da tuckern wir hier so rum mit unseren 80 km/h. Ne? Das fühlt sich gar nicht im Spiel so schnell an. Und auch gerade so diese ganzen Sachen, so wie halt bergauf fahren oder halt bergab fahren, das spürst du halt auch so nicht in-game. Das ist halt, aber ich meine, klar, man könnte sich jetzt natürlich so eine Kabine bauen, so wie hier bei diesen Düsenjet oder Flugzeug Trainingskapseln, wo sich dann erst die Kapsel neigt. Aber erst gibt dir das auch nur ein gewisses Gefühl. Und zweitens kann man sowas nicht mal eben in so eine Wohnung einbauen, ne? Da brauchst du schon ein bisschen Platz für und ein bisschen viel Geld. Ja, von daher.
Die permanente Hintergrund, die ganzen hohen Bäume überall, die sehen irgendwie total aus wie Copy-Place. Ja, alle irgendwie gleich aus. Naja. Well. Das Auto klang gerade sehr komisch. Und ich fahre sehr komisch. Remix! Wenn ich jetzt einen Unfall gebaut hätte, hätte ich es verdient. Boah, meine rechte Hand pennt irgendwie so die ganze Zeit ein. Was ist denn los heute? Linken baut eh keiner. Was? Ja, ja. Ich finde es immer witzig, da oben diese Lampen, die so an diesen Fahrleitungen hängen. Sowas mal nachts zu betrachten wäre vielleicht ganz geil. Fotostudio, Fotomodus. Aktiviert, Aktivierquell, was? So, mal gucken, wie hell die Dinger eigentlich sind. Boah, doch, kann man schon machen. Oh, schon hell sind sie zumindest. Vor allem wenigstens mal weiß und nicht immer hier dieses gelbe Licht. Ah, Pulilei. Ah, unser LKW, guckt euch den an. Nachts fast noch 60 Jahre als tagsüber. Oder so ähnlich. Ja, ja, geil. Wow. Oh mein Gott, ich bin blind. Dieses Licht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wenn du das sagst. Oh, hier vorne nur 80. Biege nach rechts ab. Wieso? Ich bin noch bereits auf der Spur. Are you stupid? Warum fahren die so langsam? Ja, Leute, jetzt 80, nicht 30.
Leute. So, wie ist unsere Stats aus? Wir haben noch 2 Stunden ungefähr. Also wir sollten bald mal wieder. Das Ding sieht doch fast gut aus. Wie lange brauchen wir da hin? 1,5 Stunden. Okay. Ist das Schlaf? Ja, das ist ein Schlafplatz. Das sieht mir aber sogar fast noch ein bisschen besser aus. Ja, 2 Stunden. Easy. Dann nehmen wir doch das Ding. Machen wir mal schön hier vor. Du bitte weg, danke. So. Zeit zu gehen. Tanken brauchen wir nicht, von daher müssen wir nicht unbedingt an der Tankstelle tanken. Was? Parken, meine ich doch. Jetzt würde ich immer mit dem Reisebus mal rumfahren oder mit so Autos oder so. Motorräder gibt es hier gar keine. Also am Straßenrand stehenderweise ja, aber so fahrenderweise gibt es ja gar keine Motorräder. Aber gerade mal so mit so ein paar Reisebussen, die mal langfahren. Und ich weiß, es gibt natürlich Mods, die können das. Ja, also da ja, die fielen halt fahrbare Busse hinzu. Aber ich meine jetzt wirklich so vom Spiel aus an sich schon. Also das ist, ne, dass man dafür keine Mods braucht. Weil die Mods, die machen natürlich nur Probleme. Weil man dann auf einmal mit dem Bus auf einmal LKW-Mission macht, weil Busmission gibt es ja keine. Und dann besteht die Mission darin, an dem Bus einen LKW-Auflieger anzukoppeln, was nicht so unbedingt funktioniert. Ja. Und ja, dementsprechend wäre es natürlich geil, wenn man da dann auch entsprechende Missionen bekommt. Was man auch per Mods hinzufügen könnte wahrscheinlich, aber. Wie gesagt, es wäre natürlich noch schöner, wenn dieses Spiel universeller wäre. Wenn es quasi nicht nur, ne, so ein Euro Truck Simulator gibt, sondern auf der gleichen Engine, auf der gleichen Spielwelt basierend ein Euro Bus Simulator und ein Euro Car Simulator und ist der Geier was. Oder wenn man das wirklich alles vielleicht direkt in dem Spiel integriert. Also es zwar offiziell ein Truck Simulator ist, der auch darum optimiert ist, man aber halt auch ein bisschen Bus fahren kann oder ein bisschen Auto fahren kann. Gut, bei Auto Mission machen kann man machen, wenn man so, weiß ich, einen Lieferdienst hat oder weiß nicht, sowas wie Taxi. Oh mein Gott, wir sind in den Miesen. Das ist aber mies. Jetzt ist die Frage, haben wir bald kriegen wir bald einen Auftrag, also kriegt hier bald jemand Geld, also kriegen wir bald durch jemanden Geld, was damit, das sind wir. Wo sind die anderen alle? Nein, der kriegt noch nicht so schnell. Der könnte, aber sind unten vielleicht nur so 2.000, 3.000 Maximum. Und der dritte, der ist da unten. Ja, der ist fast da. Aber der bekommt wahrscheinlich auch nicht so viel. Ach, sie bekommt wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber wir können zumindest mal warten, bis sie da ist. Weil ich meine, so viel Miese haben wir nicht. Das könnte durchaus sein, dass sie das also schon schafft. Zur Not müssen wir 100.000 Euro Kredit aufnehmen. Für die 300 Euro, die da noch übrig bleiben, was ist denn da vorne los? Ich überhol mal geschmeidig. Der bricht natürlich auch. Klaro, Junge. Fürs Protokoll, das war nicht meine Schuld. Erstens, warum bremst der LKW so schwach? Und zweitens, warum bremst der Typ überhaupt? Alle bekloppt ihr. Schon wieder das Lied? Kam doch gerade eben erst. Zufallsmodus ein bisschen seltsam bei 105 Liedern. Ich meine, klar, ist möglich. Es ist sogar möglich, dass ein oder zwei direkt hintereinander kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering.
was davon? Achso, so ein Windfähnchen. Damit man weiß, ob man von der Brücke gefickt wird oder nicht. Oder was? Mach dein Ding, du Ding. Und der nächste kommt. Ach, kein Bock. Bleib halt auf meiner Spur. So, nachdem jetzt aber hier. Wow, wow. Okay. Auf einmal ist unser Auflieger leer. Wo kommt das denn her? Oh nee, nur 1200, das ist ja gar nichts. Okay. Dann müssen wir leider doch 41.400 Euro 1000. Ja, nee. Was? Also eigentlich reicht das hier vollkommen aus. Eigentlich können wir aber auch mal gucken. Nee, wir kriegen hiervon keinen ausgelöst. Aktuell nicht. Das ist nicht möglich. Das ist in keinster Weise überhaupt machbarer. Gut, nehmen wir mal hier so 10.000 und dann passt das schon. Passt. Danke. Warum war ich so langsam? So kenne ich mich ja gar nicht. Ich liebe es, wenn Brücken über Brücken gehen. Ah, hat so. So, so diese verschiedenen Layer. Ah. Ist schon ganz geil. Wie gesagt, in Amerika ist das ja Standard, dass bei den Autobahnkreuzungen, dass du da 4 oder 5 Layer hast. Aber hier in Europa ist das eher selten. Dass du so. Ah, da hast halt maximal 2 Layer. Also 3. Straße unten und dann halt noch 2 Brücken oder sowas. Viel mehr ist hier nicht möglich. Guck mal, es wird schon wieder dunkel. Kann es sein, dass hier jetzt in der neuen Version geändert wurde, dass man jetzt auch schon müde wird, obwohl man eigentlich noch eine Dreiviertelstunde Zeit hat? Oder war schon immer so und ich hab's nur gerade falsch in Erinnerung? Das gibt's ja nicht, Alter. Wie sollte man denn sowieso überhaupt noch eine Dreiviertelstunde Zeit? Ha? Wenn er da stirbt, ja, warum wird er jetzt hier so langsam vor mir? Ich meine, wir rollen gerade auch aus, aber trotzdem. Der Typ wird schneller langsamer als wir. Das ist nicht gut. So, davon müssen wir rein. Ich wüsste gerne, wofür dieser Parkplatz hier eigentlich ist, wo ich gerade drauf stehe. Weil ich meine, eigentlich ist der Parkplatz für LKWs ja. Da. Wieso können wir jetzt hier gerade nicht parken? Oh, weil ich auf dem Rasen stehe. Whoopsie. Wie gesagt, eigentlich ist der Parkplatz ja da vorne, aber wofür, warum hier nochmal ein extra Parkplatz ist, weil ich sehe, ne, kann ja sein, dass ich weiß nicht. Behindertenparkplatz für LKW-Fahrer, keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber das müsste ja auch separat ausgeschildert sein. Aber der ist hier so ein bisschen abseits. Schon interessant. So, schon eingeparkt und dann Motor ab, Handbremse und können gehen. Wir werden natürlich mitten in der Nacht aufwachen. Aber ist halt so. Dann wird mal wieder eine kleine Nachttour. Ist doch mal was Schönes. So, let's go. Oh, hier ist wieder mit der Auffahrt relativ kacke. Äh.
Ja, da hinten sieht's frei aus. Ah, da bremst du gar. Oder? Geht doch nicht. Ah. Oh. Was ein Opfer. Weil der gebremst hat, war jetzt auch die Lücke zu dem hinteren zu klein. Oh, Alter. Okay. Jetzt reicht's mir. Ach ja, bleibst du jetzt stehen oder was hier? Bleibst du mal schön stehen hier. Uhrensohn. Alle stehen bleiben hier. Alle stehen bleiben. So, die Autobahn ist dicht. Hier Bauarbeiten hier. Ihr Bitches. Okay, komm. Warum gibt es ja keine Auffahrt? Das ist dumm. Nach vorne los. Achso. Es ist eine Tankstelle, die sehr hell leuchtet. Oder das Werbeschild von mir. Was flüstert die denn da gerade im Lied? Das hilft ja gar nichts. Ah, das Lied. Immer geradeaus. Nach 500 Kilometer. Jetzt wäre bald da. Nice. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Warum werden die Pfosten von der Brücke da beleuchtet, bestrahlt? Wenn es ein Wahrzeichen werden sollte, warum wird der denn nicht komplett bestrahlt, sondern nur oben, also hier, ne, da oben, der Querbalken da oben. Das Ding da. Warum wird der denn nicht mit bestrahlt, wenn es ein Wahrzeichen sein soll? Ah, weil er von sich aus leuchtet. Wenn man da genug ist. Ja, so ein bisschen zumindest. Oh ja. Well. Ah, ein bisschen auf der falschen Spur.
ja gut. Ja, da blitzt der Himmel. Blitzlichtgewitter. Was ist denn das? Ach, Laternen. Wow. Ich glaube, ich sollte mal doch ein bisschen mit Anti-Lading spielen. Wobei wir ja gesehen haben, letztens bei dem einen Tester bei ATS, dass es gar nicht so viel bringt, mit Anti-Lading zu spielen. Also, dass es da trotzdem diese ganzen Quelllinien und so sehr treppenhaft aussehen. Da blitzt auch schon wieder alles Mögliche auf am Horizont. Voll blitzig gewittert, Digga, da sind die Promis. Was ist denn das Schild? So, das ist Lied 25. Okay, jetzt will man gerne mal gucken. Folge ist eh fast vorbei. Welches war es jetzt? 28, ne? Ne, 25. Dann gucken wir gleich mal nach der Folge, also nachdem die Folge fast vorbei ist. Das ist eigentlich der nächste Rastplatz. Wir müssen mal irgendwo Pause machen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da sieht gut aus. Und dann gucken wir mal rein bei dem Lied, ob das wirklich so abgeschnitten ist. An welcher Stelle da der Fehler auftritt. Investigativarbeit ist da. Weil dass die da so abgeschnitten sind, geht mir ein bisschen auf den Sack. Und ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige. Vor allem wüsste ich halt gerne, woran es liegt, weil entweder sind die Lieder direkt auf YouTube so abgeschnitten, das ist ein bisschen sehr seltsam, oder sie sind beim Konvertieren ins FLAC-Format auf einmal abgeschnitten, was noch seltsamer wäre. Oh, Züge, aber ich sehe keinen, oh mein Gott. Oder wirklich, was am wahrscheinlichsten ist, ist das... Alter, wie ist das dazu so laut? Meine Fenster sind doch zu. Der Zug ist so laut, als wenn er hier in der Fahrerkabine fahren würde. Jo, zum Takt. Dubstep-mäßig, Alter. Wow. Die ganzen Gleise, über die er gerade drüber fährt, sind alle auf die perfekte Länge geschnitten. Nice. Wow. Das ist mal eine schöne große Brücke hier. Holy moly. Wow! Die sieht ja sehr interessant aus. Meine Kamera? Na gut. So, da vorne ist der Rastplatz. Dann rollen wir mal dahin.
So. Motor, Handbremse. Leider kann man hier nicht im Titel springen, um dort zu gucken, ob die Datei beschädigt ist. Aber gut. So. Jetzt würde ich gerne mal. Wir spielen ja gerade. Hat der gut funktioniert? So. Bip, halt. Bip. Damit ihr auch mal seht, wie sieht, was hier passiert. Bip. So. Ne? Die ganzen Backups von den alten Versionen. 43, 44, 45, 46. Ah ne, 2x44? Ah ja, das hat ja verschiedene Versionen gehabt. Und das 45er. Egal, was wir brauchen, ist das hier Musik. So. Und hier brauchen wir die File. 25. Öffentlich mal mit dem Full-Time Media Player. Weil beim Full-Time Media Player sieht man nämlich auch schön, welches Lied das eigentlich ist. Wow, das war gerade ganz schön laut. Aber egal. Okay, ich mach ein bisschen leiser. Es ist tatsächlich das Lied abgeschnitten. Okay. Gut, dann gucken wir mal rein. This Figure. Welches Lied das ist? Das ist dann ja. Also. Nicht, dass ihr irgendwelche Sachen seht, die ihr nicht sehen sollt. no copyright sound. So. Boop. Da haben wir die ganze. Oh, es gibt zwei. Und welches von den beiden war es jetzt? Es gibt einmal Blank VIP und Blank. Blank VIP und Blank. Blank VIP und Blank. Yo, Motherfucker. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz hier. Gehen wir nochmal ganz kurz hier. So, pop. Dann gehen wir mal ganz kurz hier. So, pop. Und gehen wir mal kurz hier. So, pop. Und hallo. Pop. Dankeschön. 25. 25. Wo bist du denn da? Du bist du 25. Nein. Doch nicht damit. Schnauze. Dich braucht keiner. Beenden. Wir wollen mit die Full Team Media Player. Und diesmal ein bisschen leiser. Achso, hat er sich gemerkt. So, das ist die VIP-Version. So, das heißt, das bist du, aber das Audio ist genau gleich lang. Auch 4,46. Genauso wie bei dem hier. 4,46. Also scheint wirklich direkt das YouTube-Video abgeschnitten zu sein. Wow. So. Ja, es ist direkt das YouTube-Video abgeschnitten. Gut, dann gucken wir mal jetzt, ne, für den Fall, dass beim Download was schiefgelaufen ist, gucken wir jetzt mal direkt auf YouTube das Original. So, YouTube. Was? YouTube. Achso, muss man wieder aktualisieren hier. Ja, ja. So, bam. Halt, was war das denn gerade für eine Aktion? Das da? So, das ist das. Auch 4,46. Es ist, okay, wow. Das heißt, es sind wirklich direkt die Videos auf YouTube abgeschnitten. Das ist natürlich sehr traurig. Hallo? Machen wir Play hier. Ja. Wow. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Da sind einfach direkt auf YouTube die ganzen Videos abgeschnitten. Okay, zugegeben, das ist ein bisschen sehr traurig. Das ist natürlich. Ich meine, das Schöne daran ist, es liegt also nicht am Eurotruck Simulator und es liegt auch nicht an meiner Konvertiermethode. FFmpeg, by the way. Sondern es liegt wirklich daran, dass die Original-Videodateien from the YouTube abgeschnitten sind. Was denn das für ein Scheiß? Ja, und dann muss ich ja also mal die Lieder mal alle einzeln durchgehen und die abgeschnitten sind, einfach mal alle rauswerfen, weil das ist ja Katastrophe.
Oh, wow. Aber warum war so laut? Best Lied ever. Ah. Aber das wird jetzt nicht abgeschnitten. So muss das sein. So muss gut Musik sein. So, okay. Du kannst weg und du kannst weg. Und ja, dann haben wir den also den Bösewicht auch geschafft, gefunden. Was natürlich, wie gesagt, sehr traurig ist. Aber hey, dafür haben wir wenigstens das glückliche Wissen, dass es nicht an meinen Sachen hier liegt, sondern wirklich an der Quelle. Naja. Gut, dann bis zum nächsten Mal mit einem hoffentlich nicht weiteren abgeschnittenen Lied. Bis dann.